Alcatel hat hier in Berlin auf der IFA wieder reichlich aufgetischt. Und das sind nur die Highlights, die ich mal für den deutschen Markt rausgefischt habe. Ich starte mal mit der Go-Serie und dazu der passenden Go-Watch. Das Ding hier nennt sich Go-Play. Und man erkennt das wahrscheinlich schon am Design. Das ist wassergeschützt nach IP67, staubdicht und soll sogar einen Falltest aus 1,5 Meter Höhe überstehen. Genauso wie übrigens auch die Watch. Da gehe ich, wie gesagt, gleich näher noch mal drauf ein. Highlight hier ist, wie gesagt, dass das geschützt ist. Ich kann dementsprechend aber auch nicht hier den Akku austauschen. Der ist fest verbaut, hat aber immerhin 2500 mAh. Für ein 5-Zoll-Gerät ist das sehr ordentlich. Auflösung 720x1280 Pixel. Es handelt sich hier um eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, 5 Megapixel auf der Front. Und der Prozessor ist der Snapdragon 410, also 4 Kerne mit 1,2 GHz. Interner Speicher, naja gut, das ist jetzt so ein bisschen dem Preis geschuldet. 199 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Ist jetzt nur mit 8 GB bestückt. Aber mein Gott, damit kann man, glaube ich, auch leben. Und das Besondere hier fand ich jetzt persönlich, das habe ich so noch nicht erlebt, dass auch das Headset passend ist. Das ist jetzt zwar nicht IP67, sondern IP53, bedeutet auf gut Deutsch, man ist es schweißgeschützt sozusagen. Also unter Wasser sollte man es nicht mit nehmen, aber immerhin, wie gesagt, man kann damit Sport treiben oder was auch immer man macht. Diese passende Uhr hier finde ich natürlich richtig schick dazu. Erstens, wie gesagt, weil sie auch wasserdicht ist, ja, aber vor allen Dingen kann man auch das Gehäuse, ich habe das jetzt mal der Einfachheit halber hier vorbereitet, komplett zerlegen. Das heißt, man kann hier die Armbänder abnehmen, das Cover abnehmen, austauschen und das ist eigentlich nur das Herzstück der ganzen Geschichte. Und wie man sieht, ich habe auch Sensoren. Ich habe hier oben eine USB unter dieser etwas fummeligen Klappe. Ist natürlich klar, bei IP-Schutz eine ganz normale USB-Stecker und vor allen Dingen gibt es dann hier unten, wenn man auf diesen Go-Button etwas länger drückt, das nennt sich dann Go-Emotion Pulse. Und zwar checkt er jetzt meinen Puls und die Herzrate und was weiß ich noch alles an Sensoren, was er zur Verfügung hat und sagt dann anschließend beispielsweise, ich sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen tauchen gehen. Manche gibt es auch noch andere, was weiß ich, dass man irgendwie verrückt sein sollte oder springen sollte. Je nachdem, was für eine Stimmung man hat, kann man das Ganze teilen, was weiß ich. Ist natürlich eine schöne Spielerei. Aber wie gesagt, eine Uhr, eine Smartwatch vor allen Dingen für 129 Euro finde ich jetzt auch einen attraktiven Preis. Soll ab November verfügbar sein und das GoPlay ab September. Weiter im Text hier oben, das ist das Popstar. Man sieht es, es soll so ein bisschen natürlich jetzt auch auf edel gehen, aber hier habe ich vor allen Dingen die verschiedensten Rückseiten hier beispielsweise. Echt Leder, echt Holz und vor allen Dingen, was ich ja wirklich völlig verrückt finde, ist, dass man selbst diese Austauschcover nochmal austauschen kann, hier beispielsweise mit solchen Farben und Mustern und hast du nicht gesehen. Also das verdient den Namen Poppen natürlich völlig zu Recht, aber trotzdem nochmal ganz kurz auch ein bisschen was zur Technik selbstverständlich. 5 Zoll Bildschirm haben wir hier. Das ist eine Auflösung von HD, also 720x1280 Pixel. Auch wieder 8-Megapixel-Kamera hinten, 5-Megapixel-Kamera vorne. Ja, und hier unten habe ich einen mechanischen Home-Button. Das ist so ein bisschen halt iPhone-like, sage ich mal. Aber ansonsten natürlich eine völlig andere Preisklasse. Denn hier sprechen wir über 2 Versionen, 3G, also UMTS, 109 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Man traut sich ja kaum, das auszusprechen. Ja, und 4G, also LTE-Version, 129 Euro. Und Verfügbarkeit, die 3G-Version ab September und hier die LTE-Version dann ab Oktober, auch in Deutschland selbstverständlich. Und ja, kurz vielleicht noch MediaTek-Prozessor, das heißt 4 Kerne, 1,3 GHz und 8 GB internen Speicher. Weiter geht's nochmal mit einem Pop. Das ist jetzt aber sozusagen der ja, große Bruder, sage ich jetzt mal, nennt sich Pop-Up. Hierbei geht es natürlich auch wie bei der Pop-Serie um Design. Entsperren wir das Ganze hier doch auch mal, dass wir ein bisschen was sehen können. So. Also hier haben wir es mit einem Metallrahmen zu tun. Also links und rechts Metallleisten, oben und unten, das ist Kunststoff hier. Verleiht dem Ganzen halt so eine gewisse Wertigkeit, aber auch der Preis bleibt hier moderat.
179 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Kann man, glaube ich, auch mitleben. Soll verfügbar sein ab November. Hat allerdings jetzt auch nur einen Snapdragon 410 Prozessor. 1,4 GHz, aber immerhin schon mal 16 GB Datenspeicher, 2 GB Arbeitsspeicher. Da merkt man eben halt schon, da klettert die Leiter so ein bisschen so langsam rauf. Also das ist dann trotzdem was für den, sag ich mal, mittelschweren Geldbeutel. Vielleicht das Pop-Up. Verfügbar ab November. Last but not least, der ganz kleine hier, da fange ich mal wirklich mit dem Preis an, 69 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Also das ist natürlich etwas für Sparfüchse oder Einsteiger, die sagen, ach, was soll ich da viel Geld ausgeben, bringt doch alles nichts. Oder als Zweitgerät, was weiß ich, für den Urlaub, wenn man sagt, wenn das mal verloren geht, ist auch nicht weiter schlimm. Hat ein 4 Zoll Display, ist dabei aber natürlich entsprechend handlich. Also das sieht man ja heutzutage auch wirklich selten, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ein Gerät so gut in der Hand liegt und trotzdem, auch wenn es Kunststoff ist, so ein bisschen Metallic-Look. Ich finde das ja recht ordentlich. Und immerhin sogar noch von der Kamera her finde ich das ja noch vergleichsweise ordentlich. 5 Megapixel hinten, 2 Megapixel vorne, Quad-Core-Prozessor 1,2 GHz. Und wie gesagt, das ist 69 Euro, ich komme da einfach nicht drüber. Natürlich ein unverschämt guter Preis. Was bedeutet, in den Läden wird es wahrscheinlich hinterher sogar für unter 60 Euro, irgendwann vielleicht sogar mal unter 50 Euro verfügbar sein. Also der Hammer, also das hier nennt sich Pixie First. Das auch schon als erster Eindruck hier von der IFA Berlin, von den Alcatel-Neuheiten hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald. Ciao.